Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted. In der letzten Folge haben wir eine schöne Jetski-Tour mit der Elena gemacht, ein paar Gegner weggeballert und sind jetzt hier, ich glaube, mitten in der Höhle. Ne, in der Stadt. Und machen wir direkt weiter. Mach keine Gefangenen! Ja, ich wusste, dass irgendwie jetzt was kommt, das ist ein Gegner. Links, rechts. Falsche Richtung, verdammt. Put, 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 komm raus. Was? Alter, warum bist du an mir vorbeigerannt? Oh mein Gott. Ich mein's. Wie energisch ich gerade die Waffe geholt habe. Wow. Bam, Brachialschläger. Ich habe mir gerade eben mal kurz die Statistik angeguckt. Und ich werde jetzt öfter mal eine andere Waffe benutzen. Weil ich fast schon 200... Upa, das war falsch. Weil ich schon 200 Kills habe, nur mit der Pistole fast. Das ist ein bisschen heftig. Okay, letztes Mal, wo ich hier das gespielt habe, hing ich hier relativ lang fest an diesem Punkt. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie kam ich hier nicht weiter. Boah, ich klette mal links rum und dort rechts. Okay. Und hab. Jawohl, geschafft. Bin ich richtig oder falsch? Ich war falsch. Ich muss auf der anderen Seite erst. Verdammt. Oh, schön, das ist gerade gewesen. Auch wenn das normalerweise nicht meine Musik ist, die ich höre. Aber so eine beruhigende... Nein! Wieso hängst du dich nicht dran? Oh Gott. Da ist er! Ja, hier bin ich. Da bist du! Okay. Einmal geschlagen, schon erledigt. Ich frage mich, ich gehe einfach mal in diesen Gang und dann einen Schlag, bam, weggeballert. Ja, so macht man auch Gegner fertig. Sehr überrascht sein, dass der Gegner da auf einmal... Ich wusste zwar, dass der Gegner da ist, aber dass ich den auch direkt treffe. Und ab. Und das Ganze nochmal. Und diesmal rechts rum. Wollte ich die ganze Zeit eigentlich hin. Jawohl. Ja, zieh dich hoch. Noch einer. Ja. Schön. Soll ich ganz wieder zurückklettern? Und wie du hältst dich jetzt nicht fest? Danke. Kletterzeit, Kletterzeit. Und... Jetzt musst du dreimal diesen... Oh, ich werde eben auch kommen. Ja, Flasche, das war's. Oh. Einmal springen einfach so. So. Nein! Oh Gott! Gut, hat funktioniert. Da ist er! Ja, hier bin ich. Ja. Bis dann. Und ja! Sehr bequem, macht das Bein runter. Das gefällt mir nicht. Danke. Die manche gegen sich einfach hinlegen, wenn sie gestorben sind, das ist einfach unfassbar. Und auf geht's. Das könnte heiß werden, das könnte eigentlich heiß werden, oder? Ja, ist ja gut. Macht nicht so einen Stress. Ja, die Waffe benutze ich jetzt nicht dafür. Komm rein. Jetzt muss ich die Tür aufmachen. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Und damit sind wir auch schon in Kapitel 10. Das Zollhaus. Nicht so gemütlich, kann man auch warten, ne? Bis irgendwas passiert. So, nachladen nochmal. Weil die Waffe werde ich jetzt definitiv öfter benutzen. Auch wenn es weniger Kopfschüsse dafür gibt. Ja, spring runter. Ich wollte mich eigentlich dranhängen. So, was ist hier? Wow.
Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Also ist Eldorado einfach nur diese Figur, die noch sehr viel Ärger macht. Aber auch sehr viel Spaß in dem Uncharted 4 Multiplayer. Hallo! Natürlich, ich komme da erstmal rangerannt und der so... Oh, der ist schon tot. Ja, mit die Pistole. Oh, hi. Komm aus der Deckung, Mann. Was ist los mit dir? Feige Sau, komm raus. Ach, gut. Ich will wiedersehen müssen. Ah, da. Ja, okay. Okay, damit schaffe ich auch Kopfschüsse. Wo stehe ich da oben? Alter. Nein! Oh. Geh mir nicht auf Leier. Ja, bah. Deckung. Gott. Jetzt weiß ich, warum die Pistole benutze, so werde ich noch getroffen. Ja, erledigen ihn doch. Oh, komm, schaffen wir. Mikro. Nö. Ah, nein, 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 rein hier. Oi, 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 das war eng. Ich kann eine Person so viel Schaden anrichten. So. Eline, helf doch mal. Du kannst doch von unten schießen. Ich habe ihn abgelenkt. Mann. Oh, Grafik. Ist alle weg? Jo. Scheint wohl so. Kurz noch ein bisschen einsammeln, was geht. Mach Augen zu. Oder schlafen. Dann machen wir direkt mal das Tor auf. Und noch. Ja, diese Waffe brauche ich jetzt auch nicht mehr. Bringt nichts mehr. Oh. Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen.
Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Ich will doch gar nichts. Toll, zwei Schüsse für ein Schloss. Und los. Oh oh. So. Jump, jump, jump. Ja, muss noch auf die Tasten drücken. Ja, geschafft. Schön. Da ist er. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur ein Schatten. Ihr seht mich nicht. Wow. Was da falsch passiert? Was war das denn? Das war ein gekonnter Schuss von dem her. Alter! Oh, ich bin zu hoch vor dem. Mein Gott, ey. Trifft der genau dein, wo ich hinspringe. Ich lebe noch. Was soll ich sagen, ich bin tot. Und jetzt. Ja, schön. Erstmal runterspringen. So, jetzt nochmal. Ja, diesmal triffst du mich nicht. Verdammt. Jetzt verarscht mich noch. So, jetzt. Schaffst du den Sprung aber. Ja. Ich wurde gerade eben gesprungen, weil ich selber nicht. Auf in den Krieg. Was war das denn jetzt für ein kurzes Kapitel? Naja. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Keine Ahnung. Ist das vielleicht der Typ, der schon mal da war? Ein schlechter Start. So. Mann! Oh Gott. Ich glaube, ich muss mehr in Deckung gehen. Alter, da ist da oben. Mal los. Mensch, hier. Mehr Durchschlagskraft. Sterb doch! Verdammt. Ich hab dich! Du sitzt fest! Feuer! Dafür die Granate! Nee, ich hab dich! Ey, wieso triffst du mich? Scheiße! Wow! Er springt erstmal ein paar Meter. In Deckung, Mann. Nein, wo bleibst du hin? Hilft zu weit. Verdammt. Ich dachte, ich bin rechtzeitig in Deckung runtergegangen. Dann wohl nicht. Kann ich von jemandem Spaß haben? Natürlich, so ein Sprung überlebt man. Kommt ein Gegner geflogen. Kommt der denn hier da hinten? Ja. Nein, 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 nein. Ja. Das ist der erste Kampf, wo ich da mal sterbe. Läuft gut. So, in Deckung. Oh, ich hab. Der kommt wieder so angerufen. Jawohl. Nein, Waffen gefallen mir viel besser. Warum ich diese falsche Deckung? Mann, geh doch dein. Da in Deckung gehen. Danke. Das war doof.
sein. Ja! Kann ich so weit werfen? Kann ich so weit werfen, oder? Jetzt auch. Probieren wir es mal. Näher ran. Okay, wenn er sich wegdreht, habe ich die Chance, ihn zu erwischen. Jetzt! Jetzt! Danke. Ups, einiges besser als gerade eben. Jawohl. Mann, wie viel seid ihr denn? Er sitzt fest. Das weiß ich gar nicht. Runter! Erledigt ihn! Wer ist hier denn mit in der Falle? Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg! Wow, das war wieder knapp. Doch, hab ich. So. Jawohl. Scheiße, dass die M4 irgendwann zu schwach wird. Das war ein Kopftreffer? Okay. Granaten, alles einsammeln, das geht. So. Standardwaffen. Da kommen doch noch welche, oder? Kann nicht sein, dass das alles gewesen ist. Ich sterbe jetzt doch zweimal. Ja, ich wusste es doch. Also ich mach Spaß. So. Scheiße. Hätte getroffen. Das ist nicht gut. Der Scheiß darf ganz nicht zielen. Wer bist du denn? Ich hätte ihn fast gehabt. Nee, ich hab dich gehabt. Hallo? Leute, wo seid ihr? Wisst ihr was? Ich mache einfach das Tor auf und hau ab. Wieso soll ich kämpfen, wenn ich abhauen kann? Da, Tor ist zu. Okay. Jetzt bin ich beim Boot. Schafft das alles an Bord. Hey! Los, mach schon, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kram dann doch nicht. Achtung, Achtung und... Jetzt! Er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Bevor wir aber dem Sully auf die Mütze hauen, beende ich hier den Part. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also bis dahin. Ciao.